Das Fach Geografie ist ein Fach, das sozusagen sich um die Weltbegegnung von Menschen kümmert oder dreht. Was die Natur macht, was die Menschen damit machen, wie wir diese Räume dann auch wahrnehmen, interpretieren, gestalten. Ich glaube, das ist die Geografie. Das ist der Ort, den ich pointiere, ganz grob. So, dann seht ihr hier einfach mal. Also, wenn man Geografie studieren möchte, ist es von Vorteil, wenn man sich gerne mit naturwissenschaftlichen, aber auch sozialwissenschaftlichen Themen beschäftigt und auch wie die beiden Themen zusammenkommen. Maybe you don't need to know very much to be a geographer, but you have to be prepared to learn things, and sometimes those things are a little bit uncomfortable and exciting. Also später hat man beruflich viele Perspektiven durch das Geografiestudium. Möglichkeiten sind in Unternehmen oder auch Verwaltungen. Ich kann mir persönlich auch vorstellen, im Bereich Stadtplanung und Entwicklung später tätig zu werden. Da hatten wir auch im Rahmen von Praktika schon die Möglichkeit, erste Erfahrungen zu sammeln, und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also von Geoinformatikern, die irgendwelche digitalen Karten anlegen, bis hin zu Stadtplanern, Verkehrsplanern, bis hin zu Umweltbildungsexperten im Naturschutzgebiet Hunsrück zum Beispiel, kann man eigentlich alles machen. In Trier sollte man Geografie studieren, weil wir hier eine sehr gute Kombination haben aus gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkten in der Geografie, wie auch naturwissenschaftlichen Schwerpunkten in der physischen Geografie in Kombination mit den Geowissenschaften. Und das macht das Studieren in Trier besonders spannend. We have an internationally renowned range of specialist geographers who cover a wide range of research interests, everything from the geography of tourism in the region to the geography of prisons. Ja, Trier ist generell erstmal eine schöne Stadt, eine historische Stadt, und Trier hat halt auch eine schöne Stadtgeografie mit vielen Punkten, die dann auch vieles verknüpfen, oder wo man halt auch die Historie mit der Geografie verknüpfen kann. Und ja, Trier ist halt einfach ein schöner Ort zum Leben. An der Universität Trier in der Geografie versuchen wir eigentlich ein sehr forschungs- und anwendungsbezogenes Studium zu gewährleisten. Das heißt, dass wir versuchen, Studierende in die Forschung zu integrieren, nicht nur sozusagen Methodenausbildungen zu machen, die am Schreibtisch passieren, sondern dass wir diese Methodenausbildungen in der Feldforschung vor Ort eigentlich integrieren. Also letztes Jahr bin ich mit der Großexkursion nach Hawaii geflogen, und da haben wir uns dann beispielsweise auch den Vulkanismus angeschaut. Flora und Fauna war ein großes Thema. Generell hatten wir uns viele biogeografische Aspekte angeschaut, und das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis, weil man da das Gelernte aus der Uni auch nochmal hautnah erleben konnte. Und ja, nach Hawaii kommt man ja im Privaten auch nicht unbedingt. Und dann gibt es natürlich auch, dass wir uns verschiedene Vulkanformen zum Beispiel anschauen gehen, oder ja, Tufure, Pisapingus, Permafrostböden. Auf der Island-Exkursion beispielsweise sieht man verschiedene Geländeformen, die man dann auch wirklich mal anfassen kann. Also Geografie zum Anfassen ist es eigentlich.